Am Mikrofon Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, in jüngster Zeit hat Xindian, eine Stadt im Süden Taipeis, häufiger mein Interesse erregt. Das heißt, Xindian ist nun eigentlich nicht mehr Stadt, sondern ein Bezirk der neuen Stadt Taipei, was eine meiner Meinung nach sehr irreführende Bezeichnung ist, da diese sogenannte neue Stadt Taipei, womit der ehemalige Landkreis Taipei gemeint ist, auch große ländliche Gebiete umfasst. Es handelt sich dabei um eine verwaltungstechnische Spielerei, die diesem Gebiet jedoch mehr Gelder von der Zentralregierung sichert. Wenn ich früher in Xindian war, dann meist um den Bitan, den grünen See, zu besuchen bzw. den angrenzenden Hemei-Berg zu besteigen. Nun hat mich jedoch zunächst die Eröffnung eines Islit-Warenhauses in Xindian, um die ein großer Hype gemacht wurde, dorthin geführt und danach die Verleihung des Taiwan-Literaturpreises an Chen Lie, der in seinem Buch Der Wrackteile seine Zeit im dortigen Gefängnis für politische Häftlinge beschrieb, das inzwischen zum Nationalen Menschenrechtsmuseum umgewandelt wurde. Letzte Woche wurde ich durch die Medien auf den neuen sogenannten historischen Park in Xindian aufmerksam gemacht, dessen historische Gebäude, die wegen des Baus der gelben Linie der MRT abgerissen und hier wieder aufgebaut wurden, nach mehreren Verzögerungen endlich fertiggestellt wurden. Die MRT-Haltestelle Shisizhang ist Umsteigestation zur Straßenbahn oder LRT nach Ankang, wird also von vielen Leuten frequentiert, die zur Erholung nach Ankang fahren wollen. Nur wenige wissen jedoch, dass sich nur 10 Fußminuten entfernt ein neu eröffneter historischer Park befindet, der historische Park Shisizhang, wobei Shisizhang eine Ortsbezeichnung ist. Bisher beschränkte sich der historische Aspekt hauptsächlich auf das Design der Spielgeräte, doch nun sollen also bald 3 dorthin verlegte historische Gebäude der Familie Liu der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Eine weitere Besonderheit dieses Parks ist, dass er im Falle einer Katastrophe, zum Beispiel eines verheerenden Erdbebens, als Aufnahmelager für 502 Personen dienen soll, einschließlich sanitärer Anlagen und Kochmöglichkeiten. Shisizhang war ursprünglich eine von 5 Siedlungen im Gebiet von Dapinglin. Schon während der Regierungszeit des Qing-Kaisers Qianlong, also Mitte des 18. Jahrhunderts, hatten sich hier Einwanderer vom chinesischen Festland angesiedelt und das Land erschlossen. Dabei handelte es sich zunächst um Einwanderer aus Zhangzhou. Diese zogen allerdings bei einer Auseinandersetzung mit einer anderen Einwanderergruppe aus Zhengzhou, den kürzeren, und mussten dieses Gebiet schließlich Siedlern aus Anxi in Zhengzhou überlassen. Diese gehörten vor allem den Familien Liu, Lin, Huang, Chen, Wu und Lian an. Seit den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts blühte das Dapinglin-Gebiet allmählich auf. Aufgrund ihrer etwas abgelegenen Lage wurde die Siedlung Shisizhang jedoch bei der damals neu vorgenommenen Stadtplanung als landwirtschaftliches Schutzgebiet ausgewiesen. Daher blieben dort die 250 Jahre alte Straße und viele alte Wohnhäuser erhalten. Im Jahr 2004 wurde jedoch beschlossen, in Shisizhang eine MRT-Station einzurichten, woraufhin die Stadtplanung geändert wurde und ohne Rücksicht auf das historisch gewachsene Aussehen dieser Siedlung Neubaugebiete ausgewiesen und neue Straßen und Häuser geplant wurden, was natürlich zum Abriss vieler historischer Wohnanlagen führte. Doch nicht alle Einwohner waren damit einverstanden, besonders die Familie Liu, eine der angesehensten Familien des Ortes, bestand darauf, dass ein Teil der Ahnenhäuser der Familie, wenn sie schon abgerissen werden sollten, an einem anderen Ort wieder aufgebaut werden müssten, was die Lokalregierung nach langen Diskussionen schließlich bewilligte. Bei einem der 3 Gebäude handelt es sich um den Ahnentempel der Familie Liu, auch Ziwentang genannt. Sein Vorgänger war das alte Familienhaus, das 1879 gebaut worden war. Dieses war jedoch 1924 durch eine Flut zerstört worden. 1937 wurde es dann an einem anderen Ort wieder aufgebaut. Es handelt sich dabei um einen traditionellen Sihe Yuan,
also eine Anlage, die aus einstöckigen Gebäuden besteht, die einen Hof umgeben, wobei dieser Neubau hauptsächlich aus Beton erbaut worden war. Daher findet man in diesem Ahnentempel auch keine Holz- oder Steinschnitzereien, sondern vielmehr Terrazzo, Tonfiguren und Kozi-Keramik und die Säulen weißen Kapitelle westlichen Stils auf. Die Eingangshalle mit ihren drei Toren ist mit Drachen, Tigern und menschlichen Figuren aus Kozi-Keramik geschmückt. Ansonsten findet man meist Tonfiguren vor, wobei die auf dem Dach mit Porzellanstückchen beklebt sind. Der Altar sowie die Innenwände sind ebenfalls aus Terrazzo hergestellt und mit Drachen, Löwen, Zielen, Phönixen, Elstern sowie Pflanzen wie Peonien, Pfirsichen, Granatäpfeln und Wachsäpfeln geschmückt. Auch für die chinesische Tuschemalerei typische Sujets wie Kiefern, Bambus und Pflaumenblüten dürfen nicht fehlen. Diese Terrazzo-Arbeiten sind von hoher Qualität. Die meisten Gemälde, die man in diesem Ahnentempel vorfindet, und zwar gewöhnlich auf den Querbalken aus Beton, stammen aus der Hand von Meister Xu Liancheng aus Sanchong. Sie sind auf das Jahr 1962 datiert. Die Türgötter wurden jedoch zu einem späteren Zeitpunkt von einem anderen Künstler übermalt. Noch sind diese Gebäude also nicht zugänglich, aber was auffällt, ist, dass sie ganz neu wirken. Das mag daran liegen, dass die Ahnenhalle ja aus Beton erbaut war und man Beton nicht, wie es bei Ziegeln durchaus möglich ist, Stück für Stück abbauen und wieder zusammensetzen kann, wie das zum Beispiel beim Anwesen der Familie Lin, das heute in der Nähe der MRT-Station Yunshan steht, der Fall war. Daher sollte man dies wohl nicht als Wiederaufbau, sondern eher als Nachbau bezeichnen. Wie wird nun aber der historische Aspekt des Parks mit dem Katastrophenschutz verbunden? Die historischen Gebäude stehen quasi mit dem Rücken zum Park mit seinem Kinderspielplatz, in dem eine Rutsche in der Form eines Getreidespeichers sowie Wasserspiele an die landwirtschaftliche Vergangenheit des Ortes erinnern sollen. Gerade die Wasserspiele sollen im Katastrophenfall mithilfe von Zelten als Duschen verwendet werden können und unter den Parkbänken sind Eisengitter angebracht. Im Notfall können die Holzplanken der Bänke entfernt werden und diese durch die Eisengitter ersetzt werden, auf die man einen Topf stellen kann, unter dem man ein Holzkohlenfeuer entfachen kann. Ein Gebäude neben der Toilette des Parks dient als Speicherraum für all die Utensilien, die im Katastrophenfall benötigt werden, wobei wir hauptsächlich von einer Erdbebenkatastrophe reden, weshalb es im Park auch ein Häuschen gibt, das mit einem Gerät zur Erdbebenmessung ausgestattet ist. Auf mehreren Erklärungsschildern ist auch darauf hingewiesen, dass sich unterhalb des Parks ein Wasserspeicher befindet. Wie eben schon erwähnt, soll dieser Park im Notfall 502 Personen aufnehmen können, was angesichts der Tatsache, dass in diesem Neubaugebiet um den Park herum viele 15-stöckige Hochhäuser stehen, kaum ausreichend sein wird. Wenn man sich jedoch die Topografie des Parks ansieht, der nicht flach, sondern etwas hügelig angelegt ist, dann fragt man sich, wo diese 502 Personen eigentlich ihre Zelte aufschlagen sollen. Und statt die Bänke abzubauen und Feuer zu entfachen, wäre es wohl einfacher, Campingkocher mit Gaspatronen zur Verfügung zu stellen. Abgesehen davon dürfte dieses Neubaugebiet tatsächlich weniger erdbebengefährdet sein als ältere Siedlungen, da die Neubauten ja nach strengeren Regeln erbaut werden. Auf dem Weg von der MRT-Haltestelle kommt man zwar noch durch ein etwas verwildert wirkendes ländliches Gebiet, wenn man dann jedoch in das Neubaugebiet kommt, dann erinnert tatsächlich nichts mehr an die landwirtschaftliche Vergangenheit und daran kann auch eine Rutsche in Form eines Getreidespeichers wenig ändern. Für die Kinder der Umgebung ist es ein schöner Spielplatz, der auch eine Schaukel für Rollstuhlfahrer enthält. Aber um langfristig Besucher von außerhalb anzuziehen, hätte man auf den Spielplatz verzichten sollen und sich mehr Gedanken machen sollen, wie man die Geschichte des Ortes in diesem Park der Bevölkerung vor Augen führt.